Mein Gott, er ist ja noch kleiner. Ein Reporter von der Bild-Zeitung hat angerufen und angefragt, ob er den Kreditvertrag zur Finanzierung ihres Hauses einsehen darf. Wer? Martin Heidemanns von der Bild. Warum ruft er ausgerechnet heute an? Naja, die Bild-Zeitung hat ja in der letzten Woche dazu schon Fragen gestellt, du erinnerst dich. Du hast uns bei der Gelegenheit eröffnet, dass es nicht nur einen normalen Bankkredit gibt, sondern dass du dir das Geld zunächst über Freunde besorgt hast, also ein Privatkredit existierte, von dem niemand etwas wusste. Nicht einmal wir. Nun, das hat die Bild jetzt rausgefunden. Jetzt wollen sie natürlich wissen, wer der private Kreditgeber gewesen ist. Das geht doch niemandem was an. Christian, ich erkläre als dein Pressesprecher öffentlich, dass ihr euer Haus seit 2010 über einen Bankkredit finanziert und jetzt das? Ich meine, ich stehe doch wie ein Idiot da. Warum hat Glesiger bereitwillig von dem Bankkredit erzählt, aber nichts von einem Privatkredit? Warum? Vielleicht wusste er nichts davon. Also entschuldige bitte. Glesiger und Hage Bülling sind seit über 10 Jahren Wulfs engste Vertraute. Also, warum zuerst ein Privatkredit und nicht gleich ein Bankkredit? Ja, vielleicht war er zinslos, eine Gefälligkeit. Ohne die sich Wulf das Haus vielleicht gar nicht hätte leisten können. Aufgrund seiner anderweitigen finanziellen Verpflichtungen war er relativ klamm. Also, wieso kauft er sich überhaupt ein Haus? Um seiner neuen Frau zu imponieren? Irgendwas passt da nicht zusammen.